Und als nächstes ist die Gruppe Green Energy dann am Start. Ja, anschließend, das wird jetzt die zweitletzte Präsentation sein. Anschließend wären wir froh, wenn wir die Teilnehmer und TeilnehmerInnen nochmals für uns haben und Mentoren für uns nochmal haben können. Wir würden uns hinten beim Baumhaus treffen, würden noch ein Gruppenfoto machen, kurzen Abschluss, nicht mehr lange, wenn ihr Eltern und Bekannten und Abholer noch euch so lange gedulden könntet, austauschen könntet und welches Projekt euch wie inspiriert hat, austauschen wollt, wären wir dankbar. Genau, das wäre das. Genau, ja, und als nächstes... Wenn ihr soweit seid, seid ihr schon soweit? Ne? Fast, gut, fast soweit. Leon und Simon, sie werden uns das Projekt Green Energy präsentieren und wie es dazu kam und warum sie das machen und was sie gelernt haben, das werden sie euch jetzt gleich selber sagen. Simon. Green Energy. Also, testet. Die Idee kam von Leo und entwickelt haben wir beide das Ganze. Gebaut haben wir es auch beide und die PowerPoint habe ich gemacht, das Logo. Der Handyständer plus Solarakku. Der Green Energy besteht aus 4 Solarpanelen. Umweltfreundlich durch Sonnenenergie. Kernkraftwerke sind schädlich, aber liefern viel Energie. Wasserkraft ist eine alternative Energiequelle. Wir haben 3 verschiedene Varianten für den Handyständer oder 4. Einfach bei einer kann man nicht laden. Man kann bei einer hat hier vorne so ein Loch drin, da kann man den Stecker unten durch und das dann so einstecken. Oder man kann es so quer oder so machen. Und so auf dem Bild, so wie es hier aussieht, müsste es eigentlich aussehen. Jetzt macht es gerade nicht. Aber. Bewölkt. Ja. Dann. Das ist das Logo. Das habe ich gemacht. Und ja. Hier oben sind 4 Solarmodule, wie er schon sagte. Hier oben drin ist ein Spannungswandler, den kann man aber nicht sehen, weil wir es zugemacht haben. Und der Akku wird aufgeladen von diesen 4. Und wenn keine Sonne da wäre, könnte man es auch von ihnen anstecken. Der Kühler ist dafür da, weil er ziemlich warm wird, wenn er in der Sonne steht. Und hier drüben hat es noch einen USB-Anschluss. Was haben wir gemacht? Wir haben Anschlüsse gelötet, wir haben ein Gehäuse gebaut und zusammen mit dem Hammer zusammen gemacht. Mit weißer Farbe gesprayt und zusammengebaut.
Habt ihr noch Fragen? Wunderbar, vielen Dank. Das ist ein wirklich sehr vielseitiges kleines Kästchen mit Solarbetrieben.